Der Tipp des Tages wird Ihnen präsentiert von Toaster, das Veranstaltungsmagazin für Stadt und Land Osnabrück. Doch jetzt halten wir zusammen. Glitzer, Glitter und Glamour. Das Musical Eine Hochzeit zum Verlieben katapultiert den Zuschauer mit Tanz und Musik zurück in die 80er Jahre. Die gelten als das Jahrzehnt des schlechten Geschmacks, der modischen Fehltritte, aber vor allem auch der poppigen Musik. Der Soundtrack auf der Waldbühne Klosterösede lebt von diesem Drive. Das Musical entstand nach einer US-amerikanischen Filmkomödie. In Ösede wird es als deutsche Erstaufführung gezeigt. Niemals möge eure Liebe enden. Die Story. Der smarte Hochzeitsänger Robbie Hart hat in Sachen Liebe und Hochzeit bisher nicht viel Glück gehabt. Und die Unglückssträhne scheint nicht abzureißen. Als er wieder mal auf einer Hochzeit singt, verliebt er sich in die Kellnerin Julia. Bist du Hollys Cousine? Richtig, Julia Sullivan. Robbie Hart. Problem, Julia ist schon verlobt mit dem schmierigen Glenn. Keine einfache Ausgangslage also für Robbie, gespielt von Yannick Greff. Das Schöne einfach an Robbie ist, dass er ist halt nicht nur eine Sache, er ist so vieles und er kann witzig sein, er kann melancholisch sein, er kann dramatisch sein, er kann das absolute Arschloch sein, aber auch everybody's darling und es ist schön, so viele Emotionen an einem Abend mal durchleben zu dürfen. Yannick Greff gehört als Student an der German Musical Academy in Osnabrück zu den wenigen Profis auf der Bühne. Genauso souverän ist aber auch seine Partnerin. Die 16-jährige Gymnasiastin Annika Wesselkamp überzeugt in der Rolle der Julia. Wird mein Traum dann endlich wahr? Wir zwei lieben uns auch noch in 1000 Jahren. Parallelen zwischen Julia und mir. Dass ich auch später so eine Hochzeit haben möchte. Bis Anfang September wird das Stück noch auf der Waldbühne Klosterösede gezeigt. Tickets und Termine gibt es unter waldbühne-kloster-ösede.com.